Jo, moin. Heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen zum Thema Materialkunde. Welcher Ski für welche Tätigkeiten am besten im Schnee geeignet ist und somit auch am besten euren Ansprüchen entspricht. Was ihr hier seht, sind die Allround-Carver. Sie sind leicht zu kontrollieren, haben ein geringes Gewicht, sind leicht zu drehen und der Kraftaufwand ist äußerst gering. Für Anfänger bis fortgeschrittene Skifahrer ein guter Ski. Die Länge sollte ca. 5 cm größer oder kleiner als Körpergröße sein. Die All Mountain Carver bieten alle Vorteile des Allround Carvers, haben eine etwas breitere Geometrie, dadurch ein höheres Gewicht und im Tiefschnee bzw. sülzigen Schnee mehr Auftrieb. Sie sind eher für etwas bessere Skifahrer geeignet. Und sollten ebenso 5 cm größer, kleiner der eigenen Körpergröße sein. Die Lady Carver. Lady Carver sind den Allround Carvern sehr ähnlich. Sie sind sehr federverzeihend, haben eine leichte Handhabung. Allerdings steht bei ihnen auch gerade das Styling sehr groß im Mittelpunkt. Die Freestyle Ski, auch Twin Tip oder New School Ski, sind gerade für Halfpipe, Funpark, Kicker und Pistentricks sehr gut geeignet. Markantes Merkmal ist die Aufbiegung sowohl an der Skispitze als auch am Skiende. Der Ski wird immer 5 cm größer oder kleiner als die eigene Körpergröße gewählt. Die Racecarver, Riesenslalom-Ski, orientieren sich sehr stark am Weltcup. Lange Radien und hohe Geschwindigkeiten sind seine Stärke. Die Länge wird hier auch 5 cm größer oder kleiner als die eigene Körpergröße gewählt. Und er ist überwiegend für gute Skifahrer oder Hobby-Rennläufer geeignet. Slalom-Carver. Slalom-Carver haben eine sehr starke Taillierung, einen harten Flex und sind besonders für enge Radien geeignet. Sie sind für gute Skifahrer bis hin zu Rennläufern geeignet und sollten zwischen 1,50 m und 1,65 m groß sein. Cross-Carver sind eine Ergänzung zum Slalom-Carver und zum Race-Carver. Sie sind wendiger als der Race-Carver und werden auch in der gleichen Größe wie der Racecarver verwendet. Jetzt kommen wir zu den Freeride-Carvern, die Powderlatten. Sie sind extrem breit für den Tiefschnee gebaut. Sie sind stark gerockt und sollten in einer Länge zwischen 1,85 m und 2 Metern gefahren werden. Zu guter Letzt gibt es noch die Fun-Tools. Das sind Bigfoot, Snowblades, Shortskis, Skiboards, Snowfox, Snowscooter und Snowbikes. Diese sollen einfach nur Spaß im Schnee vermitteln und sind für Einsteiger bis sehr gute Skifahrer geeignet. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ihr habt ein bisschen was lernen können und wisst jetzt vielleicht auch, was der richtige Ski für euch ist. Macht's gut!